Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Secret of Evermore. Ja, im letzten Part, da war hier ordentlich Action, da haben wir nämlich den Lava-Rex bezwungen in dieser geilen Vulkanhöhle da. Und dann gab es einen riesengroßen Knall. Und was ist passiert? Ja, wir wurden aus der prähistorischen Welt quasi rausgeschleudert und sind dann hier gelandet. Ich habe nachgeschaut, wie sich dieser Ort hier nennt. Also generell ist das Antika. Ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, Attika gesagt. Das ist falsch. Also das ist Antika. Und unser Hund ist quasi verschollen, verschwunden. Ja, die Höllenfaust werde ich mir auf jeden Fall noch einiges von kaufen. So viel steht fest. Also genügend Zutaten kaufen, ne? Versteht sich. Die Höllenfaust selber kaufen kann ich mir ja nicht. Die habe ich jetzt ja schon bekommen. Im letzten Part auch wieder von dem guten alten David, den wir ja bereits vom Sumpfmonster kannten. Der ist nämlich auch hier gelandet, lustigerweise. Und wie ihr seht, machen diese Gegner hier teilweise ordentlich Damage. Das ist gar nicht so toll. Und ich hatte ja auch überlegt, ob ich vielleicht eventuell unter Umständen 10.000 Juwelen farme. Aber ich muss sagen, da bin ich mir noch nicht so schlüssig mit mir selber, ob ich das wirklich mache oder nicht. Jetzt geht es erstmal darum, hier den Weg nach oben zu wählen. Im Übrigen habe ich leider feststellen müssen, dass ich bereits diverse Formeln übersehen habe. Zwei Formeln, um genau zu sein. Ich möchte jetzt hier gar nicht mit ihm reden, denn ich möchte mir hier jetzt zum ersten Mal eine Formel holen. Und zwar geht man hier jetzt, soweit ich weiß, hier genau nach Nordosten bis zur nächsten Oase. Genau. Und von hier soll es jetzt wohl nach Norden gehen und hier oben, das dauert jetzt wohl ein Momentchen, wird es dann hoffentlich was Schönes für uns geben. Also ich weiß es nicht, ich habe diese Formel selber noch nie gefunden, aber ich dachte mir, in diesem LP will ich das mal machen. Aber um nochmal auf meinen Satz von vorher zurückzukommen, dass ich in Prähistoria leider schon zwei Formeln verpasst habe. Die eine kann ich mir, glaube ich, später noch holen. Die andere aber nicht, wenn ich da einer Abonnentin oder einem Abonnenten, keine Ahnung, aber ich habe dann einen Kommentar bekommen, dass ich da Formeln vergessen habe und dass die später nicht mehr zu holen sind. Oder die nicht mehr zu holen ist. So, es ist einfacher oder es ist korrekter, sag ich mal. Ja, tatsächlich hier. Ich werde gleich mit ihm reden. Und da habe ich mir überlegt, wenn alles glatt geht, werde ich versuchen, mir da eine Art Zusammenschnitt zusammenzuzimmern, dann, also das im Nachhinein nochmal nachzuholen, diese Sachen mir da zusammenzuschneiden, alles, was ich irgendwie vergessen habe oder so. Ich habe ja einen Spielstand da auch noch aus der Welt. Und falls ihr euch schon wieder fragt, wieso klingst du schon wieder so komisch? Ja, meine Stimme ist heute schon wieder angeschlagen. Irgendwie komme ich aus dem Husten nicht raus. Eigentlich bin ich nicht erkältet, aber sorry, also irgendwie passt das alles nicht. Aber egal, wir sprechen jetzt hier erstmal mit diesem Alchemisten hier. Oh, ganz schön warm heute, oder? Oh, diese vielen Insekten hier. Oh. Was ihr braucht, ist Hilfe. Oh. Zufällig habe ich eine Formel, die euch helfen wird. Sie nennt sich Bienenattacke und ist sehr nützlich gegen unliebsame Verfolger. Ich muss gestehen, ich habe die wirklich noch nie genutzt, weil ich die auch noch nie besessen habe. Bienen attackieren den Gegner, okay. Sieht sehr interessant aus. Könnte man mal ausprobieren. Was braucht man dafür? Wasser und das andere ist das Ethanol. Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau erkennen. Ich hoffe, dass du deine Formel weise einsetzt. Bis später. Ja, also ihr seht aber schon, wir sind hier in einer Oase, wo unsere Energie eigentlich auch wieder aufgefüllt wird, ja. Und diesen komischen Skelett-Typi da, den werden wir auch nochmal sehen. Das ist im Übrigen dann Charon, der Geisterfahrer, oder Geister... Doch, ich glaube, der Geisterfahrer nennt er sich. Der würde uns hier auch rüberbringen über diese Wüste hier. Aber das Problem ist, dass der gute alte Charon das nicht umsonst macht. Und das, was sein Begehr ist, ist leider nicht in meinem Besitz. Insofern kann ich seine Dienste derzeit noch nicht in Anspruch nehmen. Aber das ist nicht das Problem. Es ist nicht so schlimm. Man überlebt das hier auch. Und da ich ja den Krafthauch mittlerweile auch so weit gelevelt habe, dass er mir teilweise sogar schon dreistellige
KP wieder auffüllt, ist das doch alles gar kein Akt, ist gar kein Problem. Und deswegen versuche ich jetzt hier einfach mal zu kämpfen. Ich hätte jetzt hier liebend gerne mal die Höllenforce benutzt, aber ich habe leider nicht alle notwendigen Dinge dafür parat. Ihr seht schon Sandkrabbler. Interessant, alle, bitte. Ihr seht schon, der, dass die Hitzeblitze hier nicht so wirklich enorm viel Schaden ausrichten. Obwohl ich den ja schon gelevelt hatte ein bisschen. Trotzdem ist das leider nicht so, dieser Mega-Schadensoutput hier. Das liegt aber einfach daran, dass es hier natürlich jetzt auch stärkere Gegner sind und nicht alle Gegner sind gegen alles empfindlich. Also da kann man machen, was man will. Das wird einfach nichts. Aber ihr habt auch schon vorhin gesehen, dass wir hier auch relativ viel Schaden nehmen. Zum Beispiel von diesem dicken, fetten Typen mit seinem Anker, den er da schwingt. Aber es wird Zeit für einen Krafttauch, finde ich. Dementsprechend muss man hier jetzt natürlich ein bisschen mehr aufpassen und zusehen, dass wir da bald ein bisschen mehr an Rüstungsgegenständen uns zulegen können. Und der Ort, wo wir jetzt hinkommen, nach dieser riesengroßen Wüste hier, nämlich die Stadt Alelachema, wird für uns einiges bereithalten. Und wir dürfen gespannt sein. Vielleicht treffen wir auch irgendwann mal wieder in 20.000 Jahren gefühlt auf unseren Hund. Ihr habt ja schon gesehen im letzten Part, dass der seine Form wieder verändert hat, also seine Gestalt ist wieder eine andere. Er ist jetzt zu einem weißen Windhund mutiert. Aber das wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, also der Protagonist weiß das in diesem Augenblick noch nicht. Und macht sich dementsprechend ganz besorgt auf die Suche nach seinem Superhund, Mr. Cruel Goyatrin, so. Ja, was kann ich euch jetzt auf diesem super spannenden Weg noch erzählen? Heute ist Mittwoch. Ja, Mittwoch ist heute. An sich jetzt keine hyper, mega, super spannende Info, aber ist trotzdem so. Das Wetter ist bombastisch. Es ist mir allerdings persönlich wieder fast ein bisschen zu warm, weil es ein bisschen schwülig und drückend ist. Und das vertrage ich nicht so gut. Ich habe dann immer mit dem Kreislauf sehr zu tun und auch mit also Kopfschmerzen, Kreislauf, Schwindel, alles gedöns. Also gar nicht so toll. Mit der Zeit gewöhne ich mich mit Sicherheit dran, aber aktuell, kannst du vergessen, ist nicht so toll. Aber gut. Ich will hier nicht rumheulen, es ist trotzdem so. Yay, mein Speer hat den nächsten Level. Oh shit, ich bin vergiftet, das ist gar nicht gut. Einmal Heilaura Plox. Was ich in diesem Augenblick sagen möchte noch, wo ich das gerade sehe, ist ja, ich finde es cool, wie es aussieht, wenn diese Heilmagien wirklich angewendet werden. Also dieser blaue Schimmer ist einfach nur übermäßig geil. So, und jetzt lade ich auch gleich mal den Speer auf. Seht ihr, wir holen dann nämlich einmal mehr aus. Und wenn man ausholt, so voller Power, voller Elan, sieht das total genial aus, finde ich. Man macht natürlich auch dementsprechend mehr Damage, logischerweise. Diese Gestrüppe sind auch ätzend. Fuck, wieder daneben geworfen. Ich bin so unfähig manchmal. Aber eigentlich fast immer. Ich weiß nicht, aber Speere mag ich irgendwie mit am liebsten. Also dieses Spiel ist da für mich wirklich so eine Fundgrube. Ich weiß nicht, warum ich so hier auf diese Speere abfahre, aber es ist wirklich so. Finde ich irgendwie cooler als die Äxte und Schwerter und sowas, was wir hier noch kriegen. Na gut, an die geile Bazooka kommt eh nichts ran, aber die haben wir ja leider nicht mehr, seitdem wir da irgendwo in Prähistoria gelandet sind und uns da quasi den Kopf aufgeschlagen haben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Was, was war das denn eben? Das war cool. Ah, okay, wir sind so gut wie da. Aber ich möchte euch noch was zeigen. Cool. Was ich quasi... Ist das hier? Ja, hier. Hier befindet. Hier wird man nämlich immer zu hin und her ge... Ja, ich sag mal durch den... Ja, wie soll man das sagen? Es ist hier so eine Art Sandstrudel, wenn man so möchte. Hier bleibt man jetzt eine ganze Weile. Es geht immer so hin und her. Man muss hier natürlich darauf achten, dass man hier jetzt nicht stirbt. Weil es ist leider nicht so, dass man hier dann sagen kann, oh ja, ich bleib hier mal ewig stehen und warte, was passiert.
Das ist hier wirklich eine Stelle, da kann man auch sterben. Den Fehler habe ich nämlich auch mal gemacht als Kind. Dementsprechend kann ich das jetzt sagen. Nein! Dieses doofe Gestrüpp hat mich da rausgehauen. Mist, jetzt muss ich den Scheiß nochmal von vorne anfangen. Das ist ätzend. Aber gut, egal. Sehr geil. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Achso, hier erwartet uns nachher noch was. Wenn wir es geschafft haben, das Ganze hier zu überstehen. Aber dafür haben wir den Krafthauch. Und wenn wir Glück haben, dann kriegt der Krafthauch da ja auch noch wieder ein bisschen was mit. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ist Level 3 schon das Höchste, was man haben kann? Also bei den Zaubern? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so schlüssig, muss ich sagen. Bei den Waffen weiß ich, dass Level 3 das Höchste der Gefühle ist, aber bei den Magien bin ich mir da wirklich gar nicht mal so sicher bei den Formeln. Aber nun gut, Krafthauch. Aber ich kann euch eins versprechen. Wenn ich die Zutaten habe für die Höllenfaust, dann geht's ab. Diese Höllenfaust ist nämlich mit Abstand meine absolute Lieblingsformel, mit der war ich schon immer sehr, sehr viel unterwegs und sehr gern unterwegs und die wird auch gelevelt bis zum Abwinken. Habe ich mir so vorgenommen. Mir ist schlecht. Na, da kriegst du gleich einen Drehwurm, ne? Ja, das dauert hier wirklich ewig. Also es ist ein bisschen langwierig. Also das ist auch nichts für Leute, die keine Geduld haben. Aber es ist so ein kleiner Punkt, der hier halt eingebaut wurde. Und ich nehme das immer gerne mit, weil mir das einiges an Geld spart. Tja, das kann sich nur um Stunden handeln. Und sonst, so wie geht's euch so? Alles gut bei euch? Habt ihr Kummer? Oder hat eure Oma Blähungen? Oder was geht los? Keine Ahnung. Ich bin eigentlich mal wieder ziemlich müde, wie immer. Aber ich bin glücklich, dass meine Kopfschmerzen nachgelassen haben. Ich hatte heute Nachmittag nämlich verdammt starke Kopfschmerzen. Das grenzte schon fast ein bisschen an Migräne. Weil mir sehr, sehr übel war davon. Glücklicherweise hat dann irgendwann mal die Tablette gnädigerweise angeschlagen, da war ich sehr dankbar für, weil es wirklich sehr, sehr unangenehm war. Im Grunde kotzt er hier jetzt gerade in den Sand, das ist sehr cool. Also nicht sehr cool, dass er kotzt, sondern dass sie das mit eingebaut haben, finde ich sehr lustig. Jetzt müssten wir es aber eigentlich bald geschafft haben. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann können wir uns demnächst auch mal unseren Status angucken und den nächsten Abschnitt dann, also alle Lachema haben wir ja quasi dann gleich erreicht, ganz in Ruhe erkunden. Das wird da noch sehr interessant, noch sehr spannend, wird alles noch sehr lustig, was da jetzt noch kommen wird. Im Übrigen habe ich auch den Hinweis erhalten, was ja auch korrekt ist, von der teetrinkenden Oma, nämlich die Negoya, die hat mir noch mitgeteilt, dass wenn man mit dem Hund die Leute anspricht, dass die dann was ganz anderes sagen, als das, was sie zu unserem Helden sagen würden, wie auch immer. Das weiß ich noch. Mir ist... Und das war mir aber in Prähistoria bis dato entfallen und sie hatte mir das unter ein Video geschrieben. Hatte das kommentiert und da dachte ich mir, Mist, siehst du, da hast du schon wieder was vergessen. Und ja, deswegen sage ich das jetzt. Und ich wette nachher, wenn es soweit ist und wir eventuell irgendwann mal unseren Hund wieder bekommen oder müssen wir jetzt ewig alleine kämpfen, wer weiß. Da habe ich das wieder vergessen. Bestimmt. Also ich könnte wetten, dass ich das wieder vergesse. Ich bin ja so schlecht. Ich bin so ein Gehirnakrobat manchmal. Gerade mein Gedächtnis ist manchmal ganz schlimm. Ah, wir haben es geschafft. Hey, wo bin ich hier? Reis und Gewürz erhalten. Ja, und damit können wir uns dann jetzt hier endlich hier reinbegeben. Ja. Oder auch nicht, weil das Spiel möchte nicht, dass wir da reingehen. Spiel, ich möchte es aber bitte. Können wir jetzt mal bitte hier rein? Ja, vielen Dank. So, wie ihr seht, ist hier einiges los. Aber den Markt gucke ich mir erst gleich an.
Ich möchte nämlich erstmal ein bisschen gucken. Hier gibt es nämlich hinten so eine Hütten. Hier kann man nämlich irgendwo auch speichern. Ich würde lieben gerne speichern. Das wäre mir jetzt wirklich ganz recht. Ein Gartenzwerg! Hey, willkommen in dieser Absteige! Willst du hier bleiben? Mit 30 Juwelen bist du dabei. Nee, stinkt's. Spielstand speichern, ja. Da kommen wir dem Ganzen schon näher. Davids oder Davids Höhle. Ja, möchte ich. Alle lachen mal. Ich finde ja diesen Titel allein schon sehr lustig. Also, dass die Stadt so heißt. Oder dieser Ort. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Stadt ist. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Ort, der einen großen Markt hier hat. Auf dem kann man auch noch super viele Sachen finden. Aber ich möchte jetzt hier erstmal, bevor ich mich auf dem Markt umschaue, hier an anderer Stelle umsehen, nämlich hier überall, möchte mit den Leuten quatschen, möchte hier noch ein bisschen Zeug entdecken. Erstmal gehe ich nämlich jetzt hier rein. Was soll das? Ich habe gerade geschlafen, Mann! Oh, geschlafen? Sorry. Bist du Vegetarier? Zumindest siehst du so aus. Mickrig, blass, ausgehungert. Ein bisschen Power könnte dir nicht schaden, ne? Ich hab genau das Richtige für dich. Kennst du Arnold? Allerdings brauchst du das Anitamin, um die Formel zusammenzusetzen, yo. Für nur 100 Juwelen gebe ich dir eins. Machen wir den Handel? Keine Angst. Du hältst nur seine Kraft, nicht sein Hirn. Verstehst du? So, ich glaube, jedes Mal Anitamin wird jetzt hier auch etwas teurer. Aber das ist eine Formel, die finden manche auch nicht. Daran wiederum habe ich mich noch erinnert. Obwohl das schon eine ganze Weile zurückliegt hier bei mir. Hallo Kleiner, willkommen im Kaufparadies. Hier kannst du fast alles kaufen. Allerdings dürftest du für einige Dinge noch etwas zu jung sein. Du verstehst schon. Wie kann ich dir helfen? Einkaufen. Nektar habe ich genug. Honig, ja. Honig für 300 Juwelen. Elixier habe ich 6-mal. Hundekuchen habe ich 5-mal. Flügel. Flügel kaufe ich mir einmal, nein, zweimal. Elfenstaub weiß ich immer noch nicht, wofür das ist. Was kann man noch verkaufen? Zauberperlen, dafür kriegt man aber nichts. 10, also das, was ich hier so verkaufen könnte, das ist nicht sonderlich ertragreich. Dementsprechend lasse ich das auch, zumal ich ja schon mal gesagt habe, gerade so diese Heil-Items verkaufe ich nicht. Schon aus Prinzip nicht, weil es ist einfach so, dass man die immer noch mal brauchen kann. Und dementsprechend sehe ich davon ab. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich fange erstmal mit ihr hier an. Hallo, junger Mann. Ich hoffe, du bist nicht auch so ein Raufbold wie die Jungs in Kotzgrübel. Okay, sie labert denselben Scheiß nochmal. Fremde! Höre und befolge die Gesetze der Stadt! Rülpsen verboten! Hühner quälen verboten! Blondinenwitze, verboten. Reiten auf irgendwas verboten. Dummes Zeug reden verboten. Nackt einkaufen verboten. Elche und Kamele verboten. Katzen werfen verboten. Laute Musik verboten. Spucken verboten. Singen verboten. Jonglieren mit Klobürsten verboten. Techno verboten. Fluchen verboten. Schmatzen verboten. Rattenbraten verboten. Dumme Kommentare verboten. Und außerdem keine Tierstimmenimitation nach Mitternacht. Da seht ihr mal, ne? Also eigentlich kann man ja froh sein, dass man überhaupt atmen darf. Das ist schon ganz viel wert. Das ist die Hundestatue. Ich bin der richtige Statue. Ich wurde befördert. Früher habe ich die Toiletten bewacht. Okay, er labert denselben Scheiß nochmal. Wie schaut's mit dir? Kinder und Hunde haben hier nichts zu suchen, ne?
Ist nur lustig, dass wir hier eine Hundestatue haben, wenn hier Kinder und Hunde nichts zu suchen haben. Ist schon ein bisschen selbstironisch, aber ihr habt schon gemerkt, hier unten bei diesem anderen Wächter hier, der uns die ganzen Verbote so nett aufgezählt hat, da haben wir mal wieder gemerkt, wie wenig ernst dieses Spiel sich selbst nimmt. Ich finde das immer wieder irgendwie cool, weiß nicht, es gefällt mir einfach. Ich traue dem neuen Herrscher nicht. Bisher hat er sich uns noch nicht gezeigt. Vielleicht sieht er ja aus wie ein Monster. Manche sagen hier auch noch mehr, deswegen quatsche ich die jetzt gerade noch mehrmals an. Es ist nämlich ganz interessant, was manche Leute hier so mitzuteilen haben. Ach, im Übrigen, bevor ich es vergesse, hier, hört mal auf den Hintergrund hier. Wir haben hier mal wieder keinerlei Musik, sondern nur Vogelgezwitscher und man hört den Wind. Finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Und du bist also der Typ nochmal, okay? Der neue Herrscher ist sehr gierig, ich traue ihm nicht. Der Meister meint, dass die Stadt erblühen wird, wenn wir die Kraft der Statue haben. Okay. Ich hörte, dass etwas Seltsames passiert, wenn man die Augen in die Statue einsetzt. Auch sehr interessant. Ich finde die Bekleidung von den Leuten hier auch irgendwie spannend. Unser neuer Meister ist ehrgeizig. Ich schätze, dass er seine Macht ausbauen wird. Versuche ja nicht, dich an mir vorbeizuschleichen. Ich warne dich, ich bin schnell wie der Wind. Ja, das lassen wir mal unkommentiert oder stehen. Die Vöglein hier sind auch cool. Ich glaube, hier ist eine Feuerstelle drin, kann das sein? Wobei ich es lustig finde, dass man hier den Speer ausgerüstet haben kann. Aber auch hier wieder der Hinweis, diese Feuerstelle wird für uns erst später im Lauf des Spielgeschehens noch interessant. Im Moment können wir damit einfach noch nichts anfangen, das kommt erst noch. Aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht, ihr seid ja nicht doof, oder? Wenn ihr doch doof seid, ist nicht schlimm, kann ich verstehen. Weil ich bin auch doof. Komm, lass uns einen doofen Club gründen. So, das ist das hier gewesen oder ist das hier eine andere Dings? Nein, das ist das. Okay. Und damit habe ich diesen Ort hier soweit abgesucht, abgegrast. Wow, schnell wie der Wind, ja, wir sehen's. Hier finde ich auch sehr beachtlich, dass sie hier wirklich auch wieder mit diesem Sound gespielt haben, weil wir hier an der Seite auch sehen, da sind kleine Wasserfälle. Hier kommt niemand vorbei, bevor wir nicht unser Okay geben. Und wir geben unser Okay nicht. Du darfst diesen Ort nicht betreten. Hey Kleiner, der Palast ist geschlossen. Komm später wieder, vielleicht lassen wir dich dann hinein. Hast du nichts Besseres zu tun? Nö, wenn du so fragst, nein, hab ich nicht. Gut, hier lassen wir das jetzt erstmal so. Und ich weiß gar nicht mehr, wo waren das? War das hier oben? Ja, hier haben wir den Markt. Da gehen wir auch gleich nochmal hin, also keine Sorge. Man hört immer diese Stimmen und alles vom Markt, finde ich auch sehr geil gemacht. Man erzählt sich, dass der Herrscher den heiligen Hund gefunden hat. Ob das stimmt? Maybe. Maybe not. Who knows? Ach ja, richtig. Hier kann man... Das ist auch noch interessant. Das mache ich aber erst später. Dafür brauche ich nämlich, glaube ich, noch eine Sache vom Markt. Wie Gott, der Meister wird heute kämpfen. Ich bin sein größter Fan. Dann hast du wohl immer vergessen, deine Fruchtzwerge auch zu essen, mein kleiner Freund. Mein kleiner Freund klingt irgendwie falsch. Naja, egal. Lassen wir das so. Die Statue wurde von unserem Herrscher in Auftrag gegeben, um ihn zu ehren. Ziemlich großkotzig, wenn du mich fragst. Ja, ein bisschen. Halt, ich wollte bitte mit dem Huhn sprechen. Kann ich leider nicht. Zu schade, aber ich glaube, mit den Ziegen können wir ja noch kommunizieren. Das ist dann zu gut. Hier für dich, Hühnerfutter. Schmeckt wunderbar. Das erklärt einiges.
Auf dem Markt wirst du alle möglichen Dinge finden. Du solltest dich dort ein wenig umschauen. Ob du glaubst oder nicht, mein Kind, das hatte ich vor. Im Kolosseum bereitet man sich gerade auf die 50. Prügelparade vor. Du kannst da jetzt nicht rein. Keine Sorge, habe ich auch nicht vor. So, das machen wir gleich, aber erst werde ich jetzt tatsächlich mal dem Markt einen Besuch abstatten. Allerdings werde ich dafür am Eingang beginnen, also von hier unten gleich. Und werde mich jetzt hier systematisch durcharbeiten. Und sorry, ihr habt gerade vielleicht meinen Stuhl gehört, das ist mir egal, weil der quietscht und ist voll schön, oder? Ich finde das voll gemütlich. Egal, wollen wir hier mal nicht vom Thema abkommen. Ich möchte jetzt hier nämlich drauf eingehen, was mir hier gerade auffällt. Ist euch mal aufgefallen, dass die Augen von diesen Wachen immer hin und her gehen? Ich finde das total interessant. Er guckt immer so, oh Gott, ich muss aufs Klo. Oh Gott, ich muss aufs Klo. Das erinnert mich wiederum ein bisschen an Illusion of Time. Erinnert euch, falls ihr das Let's Play gesehen habt. Ansonsten, wer das Spiel selbst kennt, der wird mir jetzt vielleicht beipflichten. Denn es gab ja dort in Edwards Schloss gleich am Anfang ja auch diverse Wachen. Und die eine Wache davon musste ja dringend aufs Klo. Und hat dann ja diese eine Dame da gefragt, ob sie nicht helfen kann, mal den Anzug da zu lockern und all so eine Scherze. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Ah, hier sieht man nicht viele Leute, die Hosen tragen. Du scheinst etwas seltsam zu sein. Ja. Achso, das kommt von ihm. Nicht von dir? Tritt ein, Fremder, und huldige unserem Herrscher. Jupp. Der Typ hier hat eine Meise, er redet ziemlich viel Unsinn. Ich glaube ihm kein Wort. Die Ente, das Ende naht. Seid gewarnt, das Ende ist nah. Ein verheerendes Ereignis steht uns kurz bevor. Der neue Herrscher ist nicht das, was er zu sein scheint. Er ist böse und zieht das Unheil an. Die Diamantenaugen sind der Schlüssel des Unheils. Lasst sie nicht in die falschen Hände kommen. Die Statue auf dem Platz wird schon bald das Zentrum des Bösen sein. Ich habe gesprochen. Mehr ist nicht zu sagen. Ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig und besonders glaubwürdig wirkt er jetzt auch nicht, aber wenn wir ehrlich sind, wenn man so diese Sachen wirklich mal miteinander vergleicht, was die Leute, die wir da jetzt angesprochen haben, schon so über den neuen Herrscher erzählt haben, kommt das natürlich schon irgendwie hin, was er da so sagt. Ich bin besoffenes Kind, ey, yo. Und cool, ich bin Hipster. YOLO, Swag und so. Ich hörte, die Flutin habe in eine Schatztruhe mit 50 Juwelen an Land gespült. Irgendwo muss es eine Höhle unter der Erde geben. Okay, du hast nicht mehr zu erzählen, schade. Im Süden der Stadt ist eine Pfandleierin, sie kauft dir Dinge ab, die du nicht brauchst. Dieser Gegenstand ist aus einem fernen Land. Es ist der Jadereich des Königs Heizung. Er bringt Glück in Schlachten. Für alle, die das jetzt hier gerade nicht irgendwie sofort verstehen, guckt noch mal genau hin, wie der König heißt und denkt euch eventuell ein Leerzeichen und einen Buchstaben, also ein Leerzeichen weg, so und einen Buchstaben klein. Vielleicht erkennt ihr dann ja, was hier abgeht. Für die drei Hühner und drei Perlen gehört er dir. Willst du ihn? Tja, du hast nicht genügend Waren, um diesen Handel zu machen. Dementsprechend hat sich das denn hier auch schon erledigt. Die hatten wir schon. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal hier die ganzen Leute anquatschen, bevor ich diese Stände alle abklapper hier. In der Wechselstube kannst du hier wen gegen andere Währungen eintauschen. Sie befindet sich in der Nähe des Dorfplatzes. Danke für die Info, brauche ich jetzt aber gerade nicht. Ein Kind?
fast in der Wüste. Uns ist das zu heiß. Wir reisen nur, wenn es kalt ist. Das in der Wüste? Ui, ja, das ist sehr interessant. Falls du nach Perlen suchst, die findest du an einem Stand an der Westmauer. Hier. Hört ihr das? Dieses Geräusch erinnert mich aber auch total an diese Hühner von The Legend of Zelda Link to the Past. Ich kann mir nicht helfen, aber es ist einfach so. Und die hier verkauft auch Hühner, glaube ich. Hallo, wie wäre es mit einigen Hühnern? Für ein Gewürzfass und zwei Reisdecke pro Huhn gehören sie dir. Stehst du auf Hühner? Das klingt auch ein bisschen falsch. Stehst du auf Hühner? Ich glaube, sie hier unten ist diejenige mit der Seide und ich behaupte, ich brauche Seide. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was sie dafür will. Boah, hier muss man immer so verwinkelte Wege gehen, aber ich glaube, ich werde jetzt hier sowieso erst einmal schnell speichern gehen. Und dann im nächsten Part hier mal weiter gucken. Mir kommt das jetzt schon wieder eine halbe Ewigkeit vor. Nee, hier ist doch Seide, oder? Tritt näher, hier gibt es Seide. Jedes Seidentuch ist handgefertigt. Porto verlange ich 3 Perlen. Was meinst du? Wer nichts kauft, den soll die Ratten fressen. Okay, Perlen. Ja, wo kriege ich denn Perlen her? Perlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Stand Perlen verkauft hat. Na gut, das kann ich im nächsten Part alles noch in Erfahrung bringen. Ist jetzt nicht das Problem. Nö, will ich nicht. Spielstand speichern können wir machen. Jawohl. Und damit sage auch ich auf Wiedersehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch im nächsten Part wieder rein. Bis dahin, tschüss mit euch und tschüss.